So, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hello Nappy Talk. Wir möchten uns heute wieder mal den großen Gefühlen widmen. Und zwar geht es konkret darum, dass wir ja ganz viel die Kinder belohnen, dass das Belohnungssystem bei uns auch sehr positiv bewertet wird. Wir finden Lob und Belohnung sehr, sehr wichtig. Darüber haben wir bereits in einem Video gesprochen. Schaut es euch gerne nochmal an. Heute möchten wir schauen, wann ist Belohnung sinnvoll und wann eher nicht. Ich möchte euch dazu zwei Beispiele nennen. Und das erste habe ich selber in meiner Kindheit erlebt. Ich habe lange am Daumen gelutscht und habe mir mit 5, 6 Jahren sehnlichst ein Spielzeug gewünscht und habe mir wirklich über ein halbes Jahr hinweg immer wieder meinen Eltern gesagt, dass ich mir dieses Spielzeug so sehr wünsche. Und sie haben es irgendwann zum Anlass genommen, mich damit zu belohnen, wenn ich aufhöre, am Daumen zu lutschen. Weil ich mir dieses Spielzeug so sehnlichst gewünscht habe, hat das meine intrinsische Motivation geweckt und ich habe von dem Tag an, als ich das Spielzeug erhalten habe, nie mehr am Daumen gelutscht. Ein anderes Beispiel habe ich erlebt, gerade mit meinem Sohn, als ich einkaufen war. Ich wollte eine Ananas kaufen, ganz banal, und er wollte keine Ananas kaufen. Ich habe sie dann trotzdem in den Einkaufswagen gelegt, weil sie ja für mich ist. Und hatte sofort einen großen Gefühlsausbruch und angefangen zu schreien, zu toben und zu weinen. Ich sehe immer wieder viele Leute, die viele Eltern, viele Mütter, die in diesem Fall auf mit Belohnungen kommen und sagen, ich gebe dir, wenn du jetzt sofort aufhörst. Du kannst haben oder wählen oder was auch immer. Hier funktioniert leider das Belohnungssystem eher weniger, weshalb wir auch immer wieder davon abraten, weil wir die Belohnung quasi dem Kind aufzwingen. Es also nicht von sich aus sich sehnlichst etwas wünscht, sondern weil wir ihn es belohnen möchten, damit es aufhört zu weinen. Ich habe in diesem Fall jedoch mein Kind ignoriert und meinen Einkauf fortgesetzt, habe ihm dadurch Zeit gegeben, sich zu regulieren. Und irgendwann hat er dann gefragt, Mama, darf ich jetzt eine Banane essen? Und damit war das Thema sozusagen gegessen. Ich erlebe aber auch oft, dass sich mein Kind nicht gleich sofort regulieren kann und plötzlich richtig anfängt zu weinen und nicht mehr einfach tobt, sondern wirklich bitterlich weint. Und da merke ich, jetzt kommt er aus seinem Gefühlschaos nicht mehr selber heraus. Ich gehe in diesem Moment zu ihm hin und frage ihn, was brauchst du? Ich bin immer wieder erstaunt, wenn er dann einfach nur sagt, dich, Mama. Ich möchte hier gleich aufhören und dir übergeben und bin sehr gespannt, was du uns zu diesem Thema alles erzählen wirst. Ja, ich finde dieses wirklich so wunderschön, weißt, weil du nimmst dein Kind ja wahr, also du verhältst dich richtig, du führst, du machst deinen Einkauf, er ist damit nicht einverstanden, tickt kurz aus, und du ignorierst das, sondern er kann sich selber regulieren. Aber eben, wenn Kinder dann nicht, wenn sie irgendwo dann weinen, also es ist, ja, wir wissen ja nicht genau, wie sie das alles dann so verarbeiten. Es gibt ihm, er hat jetzt sich nicht durchsetzen können oder was, ja, irgendwo wichtige Dinge im Leben und er fängt an zu weinen und du fragst, was brauchst du jetzt? Denke immer wieder, es ist da auch wichtig, eben mal zu fragen, was würdest du jetzt tun oder was brauchst du jetzt oder ist es okay? Also ein paar Beispiele, als ich meine Kinder, wenn die nachts irgendetwas war und ja, man steht auf, man geht ans Bettchen, man weiß nicht, hatten sie einen Traum oder was ist. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich
dann gefragt habe, ist es okay? Oder du sagst mir, wenn es okay für dich ist, wenn ich wieder zurück ins Bett kann. Und dann kam das immer sehr schnell, wenn ich diese Frage nicht gestellt habe, wenn ich einfach gedacht habe, ja, jetzt habe ich getröstet oder es ist okay, ich gehe zurück ins Bett, das Kind fängt wieder an zu weinen. Ich fand das immer sehr interessant und gemerkt, wenn das Kind aber von sich aus, also intrinsisch, sagen kann, doch, es ist jetzt okay, du kannst gehen, dann kein Problem. Also sie haben dann wie, es wird nicht über sie hinweg bestimmt, sondern sie haben die Möglichkeit und dann wollen sie mich nicht länger in Anspruch nehmen, weil es ist okay. Also ich glaube, wir können das selber vielleicht auch an uns feststellen, wenn wir sagen, ist beispielsweise, wir wollen niemand anderen länger beanspruchen. Aber wenn wir jetzt beispielsweise krank im Bett sind und unser Mann kommt und sagt, du, soll ich noch ein bisschen bleiben oder ist es, und ich kann selber bestimmen und sagen, nee, nee, du, es ist okay jetzt. Also, wenn du mir den Tee gebracht hast, als wenn er einfach gleich wieder geht, dann hat man das Gefühl, hey, man muss noch wieder, bleib doch noch ein bisschen. Als wenn ich sage von mir aus, nee, es ist okay. Also, und ja, ich denke, dass solche Fragen sind immer wieder wichtig. Auch wenn Kinder kamen und sich beispielsweise über Geschwister beschwert haben, hat mir das weggenommen oder das. Und dann habe ich vielleicht gefragt, ja, was erwartest du jetzt von mir, dass ich jetzt mache? Und nicht einfach gesagt, mach das, mach jenes oder der ist jetzt böse oder der ist, sondern eigentlich eine Gegenfrage gestellt habe und sagt, ja, und was erwartest du jetzt, dass ich jetzt mache? Und dann habe ich gemerkt, gemerkt, nee, eigentlich erwarten sie jetzt gar nichts, sondern, aber ich bestimme nicht einfach, sondern eben ich frage. Und das ist eine sehr, sehr gute Taktik, eben, was brauchst du jetzt oder was möchtest du jetzt von deiner Mama oder was brauchst du jetzt gerade? Und dann merken sie selber, ja, brauche jetzt einfach ein bisschen Nähe, Mama, Mama, oder sind sehr schnell zufrieden oder ja, können sich ausdrücken, die Gefühle. Und dann ist es nicht, dass ich jetzt große Erwartungen an jemand anderes habe, sondern merke, ja, jetzt kann ich ja selber bestimmen. Und so fährt das regulative System sehr schnell runter. Kommt in die Mitte. Also auch hier wieder traut euren Kindern zu, dass sie selber wahrnehmen, was sie in dem Moment gerade brauchen. Traut ihnen zu, dass sie euch mitteilen können, was sie gerade möchten oder warum sie gerade in diesem Gefühlschaos stecken. Gebt ihnen aber auch den Freiraum, diese Gefühle mit diesen Gefühlen lernen umzugehen und sich selber zu regulieren. Oftmals ist es ja so, dass wenn sie gerade mitten im Gefühlschaos sind, dass man gar nicht zu ihnen Zugang hat. Also lasst sie zuerst schreien und wenn sie sich beruhigt haben, traut ihnen zu und fragt auch mal, was sie brauchen oder was ihr für sie tun könnt. Gleichzeitig möchte ich euch aber auch mit auf den Weg geben, bewertet anders, schaut eure Kinder anders an und geht mal auf den Weg, wie ihr eigentlich Dinge im Alltag bewertet. Ich wünsche euch viel Glück dabei und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald. Ja.